Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es ist Mittwochnachmittag, 13 Uhr. Ich bin in der Vogelweh in der Kaserne und werde ich jetzt einen 29 Gummikettenbagger laden und der geht runter nach Mainz. Erst hieß es, dass das ein bisschen bescheidener wird, der Urne, aber das ist relativ. Ja, die Straße ist schon eng, ja, aber da es ein Gummikettenbagger ist, ich kann vorne auf der Hauptstraße stehen bleiben, weil dort mit dem Gummikettenbagger reinfahren, das sollte schon hinhauen. Gearbeitet. Der hier vor mir steht, den soll ich laden. Ihr macht was mit mir. Ihr macht was mit mir. So, ich muss die ganze Hinterfahrer drehen. Hier schnell herum. Vielleicht laden wir auch hier. Mal fehlt eine Backe. Oh. So, gucken, wo der hinrennt. Okay. Jetzt setz ich auf, jetzt wird's Zeit. Jetzt während dem Fahren muss er gar nicht runterschalten und schalten klappt da nicht. War schon lange nicht mehr gehabt, sowas. Ich stelle mich hier näher an die Seite. Was ich jetzt noch machen muss, habe ich ja Beleuchtung auf der Fernbedienung. Ja, die geht nicht immer so, wie sie gehen soll. Also die geht schon, nur ist Dreck dran oder was, keine Ahnung. So. Das ist die Navigation, zumindest mal die Karte an. Ich glaube, ich hier hätte können schon reinfahren. Glaube ich fast nicht. Ja, doch, hätte ich können wahrscheinlich. Biege jetzt hier rechts ab. Und dann habe ich hoch zu, das habe ich nicht mehr so weit.
vorne gleich wieder rechts hoch und dann, also das ist dann meine Zielstraße. Oh, es rumpelt. Ampel ist grün, okay. Stehe ich jetzt aber nicht hier oben. Ah, nee, oder? Das wäre doof. Eigentlich war mein Ziel, dass ich jetzt hier auf der Straße stehen bleibe, aber wenn hier Straßenbahn fährt, wird das, glaube ich, nicht realisierbar sein. Familienborner Straße, definitiv ist das mein Ziel, meine Zielstraße. Was Südring ab? Will nicht mehr Südring. Bis hier vor an die Erich-Kästner-Schule. Gut, die Straßenbahn ist weg. Ich glaube, hier drin haben wir auch schon mal geschafft. Ja. Mach mal die Beflaggung an. So, kommt der Bus. Vorne das hohe Gebäude muss die Schule sein. Wartest du noch kurz, dann wartest du, sei so gut, sei so lieb. Pass mal beide aneinander vorbei. Danke. Also völlig egal. So, und das hier ist Schule. Vorne muss die Kreuzung kommen. Danke. Das hier der Küberweg. Das hier ist der Küberweg. Ich bleibe hier auf der Seite stehen. Alles dicht, soweit ich das machen kann.
So, hallo am Donnerstagmorgen. Ich habe einen Sortiergreifer, oder habe mir hier eben einen Sortiergreifer geladen. Ich fahre runter nach Rockenhausen auf unseren RC-Platz. Da steht ein R922, den lade ich und bringe den wieder nach Kaiserslautern in die Vogelweh, da wo ich gestern den 922 geholt habe. Das mache ich mal heute Morgen. Ich denke, ich werde bis 9:30 unterwegs sein. Das ist kurz vor 6:30, bis ich unten bin, ist es 7. Dann laden. Dann die Lautern leer machen. Ja. Also gegen 9 Uhr. Dann mal gucken, was der Tag so bringt.
Thank you.
Stadion leer gemacht, bin jetzt hier als weiter ins nächste, in die nächste Einrichtung quasi, Landstuhl ins US-Hospital. Stand da unten stand ein Schild, Martinshöhe, zwei Brücken, so rumfahren. Also gehe ich mal davon aus, ich weiß halt nicht, ob ich, aber ich muss ja da reinkommen irgendwie. Ich hoffe nur, dass das passt. Nicht, dass ich jetzt hier einen riesen Umweg fahren muss wieder. Ich bin mal gespannt, ob ich da hochkomme. Komplett neu die Feldwege geschottet. Naja, da. Durchfahrt gesperrt, ne? Ist also. Merkst direkt, wo du bist. Oder ist das der Radlader? Könnte auch der Radlader sein. Soll eine Walse holen. Eine Walse ist defekt. Reicht so, muss nicht lenken. Ne? Hier ruht anscheinend alles. Der unbetriebene Bagger, okay. Ah, da wälzt sich denn da oben drin. Scheint, als kämen die hierher laden, die Kollegen, dass die hier stehen und laden. Ich guck mal, ob ich. Gedreht krieg gleich. Sorry, ich war gerade abgelenkt. Au. Thank you.
hier noch den dritten Bagger, der hier steht. 926 kompakt. Den lade ich vor für morgen früh. Machen muss. Ich muss in der Hochfahrt tanken. Der LKW reicht noch für morgen. Wie gesagt, ich bin hier nur der halbe Tag hier. Kann ich dann morgen Mittag, wenn ich Feierabend mache, kann ich tanken. Aber jetzt der Bagger hier. Der Bagger ist leer. Bagger braucht Treibstoff. Heute Morgen hat es wieder quasi in sich. Ich habe ja gestern Abend noch den 926 kompakt geladen, mit dem ich eine Zisterne irgendwo in ein Loch halt heben soll. Die Zisterne hat 7,5 Tonnen etwa, also der Bagger müsste das heben. Das Problem wird nur sein, ich werde mit dem Bagger nicht an die Baustelle kommen. Weil es ist wieder so ein richtig knackeenges Dorf. Also der Kollege fährt vor. Schon ein bisschen Bauchweh, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Ah, hier auf dem Schotterplatz wollte ich parken eigentlich. Ne? Ah, egal. Alles gut. Wäre auch schon ein Mobilkran oben gewesen. Ja, aber das ist ja Mobilkran. So, hier ist der Chrysler. Schild steht, muss ich glaube ich hoch. Ach, könnte sogar gehen.
relativ eng. Das seht ihr noch nicht. Schild weg tun. Ne? Ja. Schild weg tun. Habe ich hier das halbe Haus dabei. Also ein bisschen Verlust hat es gegeben. Pumpe, das schallt halt runter. Never.
ja hier wieder hochfahren. Kann ich ja links über der Acker fahren. So, so her. Moin. Moin. Du Acker da hoch dann. Ja, da hoch. Da hochfahren kann ich. Kann ich nicht jetzt. Immer hoch und dann abladen, oder? Ja gut, ich muss vorne runterfahren. Memo. Das Teil ist drin. Jetzt wäre zeigenswert gewesen, aber ich habe es mal wieder gepennt. Muss ich halt natürlich den Weg wieder rückwärts runterfahren. So, ich mach mal das Fenster zu, das ziehen auf der einen Seite so. Geht das rückwärts? Wollte ich die Pumpe anhaben, bringt das eigentlich gar nichts, ne?
hier steht jetzt ein Auto, weiß es. Natürlich alles andere als geschickt, ne? Das Auto da hinten.
So eine rechtliche Luftpumpe. Obwohl, das macht der während wir fahren. So. Wie? Oh, schwarze Katze. Schwarze Katze, das muss jetzt kommen, ne? Ach nee. Was bringt Unglück? Von rechts nach links oder von links nach rechts? Ich weiß es nicht. Oder eine schwarze Katze überhaupt? Oh. Ach nee. So, also. Schlimmste hätte man geschafft. Das Reinheben war, da ich ja nicht wirklich ein Profi-Baggerfahrer bin und ich den Bagger eigentlich nur kenne vom auf der Tieflader fahren und wieder runter, hatte den erst quasi so, dass das Schild hinne war. Aber dann war vom Loch, wo die Zisterne rein sollte, war noch ein ordentlicher Absatz, der ging auch recht steil runter. Also haben wir die Zisterne nochmal hingestellt, ich bin nochmal raus, habe den Bagger gedreht, bin dann so weit vor, dass er gerade so am Kippeln war. Hab mich dann mit dem Schild abgestützt. Schild. Und ja, Ende vom Lied, also wir haben sie drin. Aber ich habe mich nicht gut dran gestellt, glaube ich. Egal. Hauptsache sie ist drin. So, sehe ich da auch gar nichts. Den nehme ich wieder mit nach Hause. Sorry. Den werde ich wieder abladen. Ich weiß nicht, was dann ist. Es ist jetzt 20 vor 9. Ich weiß nicht, was dann noch kommt. Vielleicht darf ich mal ein bisschen Wartung machen. Nee, ich vermute, ich werde jetzt an den Tunnel fahren. Da steht der Long Reach. Der ist wohl fertig. Der sieht abholbereit aus. Den werde ich holen. Mutig. Ja.
So, steht meine Halle. Radlader abgeladen. Na, jetzt Feierabend. Viertel vor zwei. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat etwas Spaß gemacht, wie immer. Bin aber immer noch nicht an der Kommentare. Ich hoffe, dass ich da jetzt am Wochenende mal dran gehen kann. Schauen wir mal. Also, bleibt gesund, habt Spaß, haut rein. Bis denn. Tschüss.